Wir, das Krippenspielteam, möchten euch herzlich willkommen heißen. Wir freuen uns riesig, dass ihr unser Krippenspiel anschaut. So wollen wir in Gottes Namen dieses Multimedia-Krippenspiel beginnen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Aufgrund der aktuellen Lage haben wir uns zu dieser Multimedia-Vorführung mit Bildern aus dem Krippenspiel 2019 und ein paar wenigen aus 2018 entschieden. Wir hoffen, dass die Weihnachtsgeschichte mit Bildern und Musik euch gefällt. Viel Spaß! Wir befinden uns in dem kleinen Ort Nazareth, im jüdischen Land, vor über 2000 Jahren. Die Menschen gehen ihrer Beschäftigung nach. Sie gehen zum Markt und kaufen ein, säubern ihre Häuser oder unterhalten sich einfach nur. Genau wie jeden Tag. Aber heute passiert etwas Ungewöhnliches. Ein Gesandter des Königs Herodes mit seinen Soldaten kommt in die Stadt. Ein wichtiger Mann. Und er hat Neuigkeiten. Und deshalb kommen sie alle, die Männer und Frauen von Nazareth. Auch der Zimmermann Josef und seine Frau Maria sind dabei. Gespannt und neugierig, wie alle anderen, blicken sie erwartungsvoll auf den Gesandten. Er entrollt eine Schriftrolle. Ein kaiserlicher Befehl steht darauf und er lautet: Jeder soll in die Stadt gehen, aus der er stammt, und sich eintragen lassen, damit der Kaiser die Steuern neu berechnen kann. Die Menschen der Stadt schauen sich ungläubig an, sind sogar ein bisschen ärgerlich und tuscheln aufgeregt miteinander. Sie sollen in ihre Geburtsstadt gehen. Das ist ein ganz schön weiter Weg, aber Befehl ist Befehl. Maria und Josef sind auf dem Marktplatz zurückgeblieben. Für die beiden ist es besonders schwer. Sie haben einen weiten Weg nach Bethlehem und Maria ist hochschwanger. Sie macht sich große Sorgen, ob sie eine so weite Reise übersteht. Seufzend gehen die beiden zu ihrem Haus, packen ihre Sachen und machen sich auf den Weg. Ihr Leute, hört her, denn der Kaiser hat es befohlen. Macht euch auf den Weg, ein jeder nun geht zum Ort, wo er geboren ist. Ihr Leute, hört her, denn Augustus hat es befohlen. Jede Frau, jeder Mann, jedes Kind, die Zählung beginnt. Hört her, lasst den Kaiser nicht auf euch warten. Nun geht endlich los, verliert keine Zeit. Der Weg nach Bethlehem ist weit. Ihr Leute, hört her,
Wer nicht geht, der hat schlechte Karten. Jede Frau, jeder Mann, jedes Kind, die Zählung beginnt. Nun brechen wir auf, ein jeder marschiert, weil Kaiser Augustus es diktiert. Wir haben keine Wahl, sein Wille ist Gesetz. Drum ziehen wir los und sind besser still, weil Kaiser Augustus es so will. Doch unser Weg ist noch so weit, ja, so weit. Doch seht meine Frau, diesen Weg kann sie niemals laufen. Sie kriegt bald ihr Kind, ihr seid doch nicht blind. Nach Bethlehem schafft sie es nie. Das ist mir egal, hört ihr nicht den Befehl des Kaisers? Jede Frau, jeder Mann, jedes Kind, die Zählung beginnt. Vertrau auf den Herrn, er wird mit uns sein. Gott lässt uns auch diesmal nicht allein. Er geht den Weg mit uns, es wird schon nichts passieren. So ziehen wir los und sind nicht allein. Denn Gott wird auch diesmal bei uns sein. Er wird uns sicher führen auf dem Weg nach Bethlehem. Vertrau auf den Herrn, er wird mit uns sein. Gott lässt uns auch diesmal nicht allein. Er geht den Weg mit uns, es wird schon nichts passieren. So ziehen wir los und sind nicht allein, denn Gott wird auch diesmal bei uns sein. Er wird uns sicher führen auf dem Weg nach Bethlehem. Maria fällt das Gehen sehr schwer. Sie muss sich mit einer Hand auf Josefs Schulter abstützen. Lang und beschwerlich ist der Weg für beide. Viele Tage und Nächte sind sie unterwegs und beide sind sehr erschöpft. Da sehen Sie die ersten Häuser von Bethlehem. Sie müssen sich eine Bleibe zum Übernachten suchen. Endlich ein Bett zum Ausruhen und Schlafen, ein Dach über dem Kopf und ein warmes Feuer zum Wärmen. Vor dem ersten Wirtshaus bleiben sie stehen. Josef klopft an die Tür und der Wirt öffnet. Doch bevor Josef überhaupt etwas fragen kann, sagt der Wirt: Mein Gasthaus ist bis auf das letzte Platz, auf das letzte Bett belegt. Und er macht die Tür vor seiner Nase zu. Da gehen Josef und Maria auf die andere Straßenseite. Da ist noch ein Gasthaus. Auch hier klopft Josef an die Tür. Er fragt den Wirt: Habt ihr ein Zimmer frei? Bitte, meine Frau erwartet ein Kind. Wir brauchen dringend eine Unterkunft. Doch der Wirt schüttelt den Kopf. Bei mir ist alles belegt. Selbst mein eigenes Schlafzimmer habe ich schon vermietet. Und er macht die Tür zu. Maria bekommt langsam Angst. Ihr Kind wird bald kommen und sie haben immer noch keinen Platz, um sich auszuruhen. Verschlossen.
Türen, so stehen wir hier. Wer wird uns nun helfen? Verzweifelt sind wir. Verschlossene Türen, ein jeder schickt uns wieder fort. Herr, kannst du uns nicht sehen? Lass ein Wunder geschehen. Und ich bete zu dir von Herzen, Herr. Und ich bete zu dir von Herzen, Herr. Verschlossene Türen, lasst uns hier nicht stehen. Sind müde und hungrig vom Wandern und Gehen. Verschlossene Türen, mein Kind, es kommt schon bald zur Welt. Herr, das musst du doch sehen. Lass ein Wunder geschehen. Und ich bete zu dir von Herzen her. Und ich bete zu dir von Herzen her. Josef will es auf jeden Fall noch ein drittes Mal versuchen. Ganz am Ende der Straße ist noch ein weiteres Wirtshaus. Auch hier klopft er an. Der Wirt öffnet und Josef trägt ihm sein Anliegen vor. Aber der Wirt schüttelt den Kopf. Auch in seinem Haus ist nichts frei. Josef ist langsam verzweifelt. Er fasst den Wirt an den Schultern. Aber meine Frau erwartet doch ein Kind. Wo sollen wir denn nur bleiben? Der Wirt kratzt sich verlegen am Kopf. Ach, so ist das, Herrje. Also, ich wüsste ja was, wenn ihr damit zufrieden wärt, ist aber nichts Besonderes, müsst ihr wissen. Er zeigt auf einen Stall hinter der Gaststätte. Da könnt ihr unterkommen, sagt er. Kommt mit, ich zeige euch den Weg. Josef geht mit Maria auf den Stall zu. Es ist ein ganz einfacher Stall. Nicht, was sie sich vorgestellt haben, aber sie sind froh, dass sie überhaupt etwas zum Schlafen gefunden haben. Sie richten sich also ein, so gut es geht, und Josef gibt sich große Mühe, es Maria so bequem wie möglich zu machen. In dieser Nacht geschieht etwas Wunderbares. Die Zeit für die Geburt ist da. Und Marias Kind Jesus wird geboren. Halleluja, Halleluja, Gottes Sohn ist geboren. Halleluja, Halleluja, nun sind wir nicht mehr verloren. Halleluja, Halleluja, lobt das Kind, das Jesus heißt. Halleluja, Halleluja, Vater, Sohn und Heiliger Geist.
ist es vollbracht, denn er hat die Macht, dies Wunder zu vollbringen. Sein Sohn ist für uns geboren, zum Retter erkoren, zum König dieser Erde. Gottes Sohn ist geboren. Halleluja, Halleluja, nun sind wir nicht mehr verloren. Halleluja, Halleluja, lob das Kind, das Jesus heißt. Halleluja, Halleluja, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Sie wickelt ihn in Windeln und legt ihn in eine Krippe. Am Dorfrand von Bethlehem, auf einem Feld sind Hirten, die ihre Schafe hüten. Weil es Nacht wird, legen sich die Hirten zum Schlafen nieder. Die meisten Leute verachten die Hirten. Für sie gibt es keine schlimmere Beschäftigung, als Schafe zu hüten. Es ist dreckig und stinkt. Hirten sind für sie ganz heruntergekommene Menschen. Heute ist eine seltsame Nacht. Die Hirten spüren die Unruhe ihrer Schafe. Plötzlich wird es ganz hell um sie herum. Die Hirten fahren vom Schlaf auf und stolpern aufgeregt umher. Da sehen sie, woher das Licht kommt. In dem Licht steht ein Bote Gottes, ein Engel. Wunderschön ist er, und dennoch ängstigen sie sich. Aber der Bote dort oben in dem Licht sagt den verschreckten Hirten etwas ganz Wunderbares. Fürchtet euch nicht. Seht, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren, Christus, der Herr, in Bethlehem. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und dann ist das Licht nicht mehr da. Die Hirten sind noch ganz durcheinander. Sie stehen auf und beratschlagen sich miteinander. Sie fragen sich: Der Heiland? Ein Kind für uns geboren? Das wäre etwas ganz Wundervolles. Sie zeigen Richtung Bethlehem und wollen sich gleich auf den Weg zum Stall machen. Sie, die von allen verachtet werden, sie wollen die Ersten sein, die den Heiland der Welt begrüßen. Viele Wege laden ein, auf ihnen lang zu gehen. Viele Wege sind gebaut, um darauf festzustehen. Viele Wege sind zu kurz, um wirklich weit zu reichen. Viele Wege sind zu schmal, um darauf auszuweichen. Viele Wege sind so bunt und bildschön anzuschauen. Viele Wege sind gemacht, um Häuser drauf zu bauen. Viele Wege laden ein, um etwas zu verweilen. Viele Wege sind schnurgerad und können sich nicht teilen. Nur dieser Weg ist anders, du hast es längst gespürt. Drum geh nur immer diesen Weg, der durch dein Leben führt. Geh diesen Weg. Ist er dieser Pfad, meistens krumm und selten grad. Berg und Täler wirst du sehen, Kämpfe immer neu bestehen. Ein Weg wie dieser bringt dich weit, das gilt für jetzt und alle Zeit. Viele Wege haben Platz. Als sie am Stall ankommen, sind sie doch etwas unsicher. Soll hier wirklich der Herr der Welt geboren worden sein? Als Ärmster unter Armen in einem kalten Viehstall?
Doch Josef lädt sie ein, hereinzukommen. Die Hirten gehen zur Krippe und beugen sich über das Kind. Sie staunen. Sie können spüren, dass hier etwas ganz Besonderes geschehen ist. Etwas, das sie noch gar nicht ganz begreifen können. Josef und Maria lächeln sich an. Nachdem so viele Menschen sie abgewiesen haben, sind sie froh über den Besuch der Hirten und ihre Herzlichkeit. Und diese haben sogar noch Geschenke mitgebracht. Die Hirten verstehen jetzt. Es ist genau wie der Engel gesagt hat. Der Heiland der Welt liegt in dieser Krippe. Die Nachricht von der Geburt Jesu verbreitet sich schnell. Und schon bald darauf kommen die nächsten Besucher. Es sind die drei Weisen aus dem Morgenland. Sie haben ebenfalls Geschenke für das Neugeborene dabei. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Alle im Stall betrachten das Kind, werden ganz still und staunen. Alle spüren, dass in dieser Nacht etwas ganz Besonderes, etwas Wunderbares passiert ist. In dieser heiligen Nacht hat Gott uns seinen Sohn gebracht, geboren für die Menschen dieser Welt. Maria hält ihn warm und trägt ihn sanft in ihrem Arm, und aus dem Himmel klingt ein Engelschor. Weihnachten, Fest der Liebe, Weihnachten, so hell und klar, ein Licht im Dunkel der Nacht, dieses Licht hat uns Hoffnung gebracht. Heute leuchtet es auch für dich. Weihnachten so hell, Weihnachten so klar, Weihnachten bringt uns einander nah. Glaubt wird sehen, und nur wer glaubt, der kann verstehen, dass Jesus Hoffnung bringt und Liebe schenkt. Seid füreinander da, glaubt, was in dieser Nacht geschah, und Friede soll es werden, erdenweit. Weihnachten, Fest der Liebe, Weihnachten, so hell und klar, ein Licht im Dunkel der Nacht, dieses Licht hat uns Hoffnung gebracht. Heute leuchtet es auch für dich. Weihnachten so hell, Weihnachten so klar, Weihnachten bringt uns einander nah. Gott schenke euch die nötige Ruhe, damit ihr euch auf Weihnachten einlassen könnt. Gott schenke euch die Fähigkeit zu staunen über das Wunder der Geburt von Jesus im Stall von Bethlehem. Gott gebe euch die Entschlossenheit, Fantasie und den Mut, damit ihr auch an diesem besonderen Weihnachten anderen Freude bereiten könnt. Gott lasse euch ein gesegnetes Weihnachtsfest erleben. Wir wünschen euch allen nun frohe Weihnachten, natürlich viele schöne Geschenke, und bleibt alle gesund.